Und dann stand ich auf einmal da vor 500 Leuten auf der Bühne. Und wir wussten einfach, es darf jetzt nichts schief gehen. Das ist so ein wichtiger Tag für uns. Und ich glaube, das ist so der einzige Punkt, wo ich dachte so, okay, fuck, das kann nicht gut gehen. Und damit willkommen, Freunde, hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich sehr. Wir haben heute eine XXL-Review zur Alles Live-Tour, die dieses Jahr stattgefunden hat, wo ich der Host war. Für alle, die noch gar keine Ahnung haben, ich war mit Sony Music und vier weiteren Artists zusammen auf Tour mit Jekka LaPlace, Lucifer XO und Sober. Und ich habe mit denen zusammen auf der Bühne gestanden. Ich war Moderator der Tour, bedeutet, ich habe so ein bisschen die Show eröffnet, ich habe sie beendet, allgemein so ein bisschen durch die Show geführt und geguckt, dass alles so einen roten Faden hat und habe ein bisschen an Content produziert vor und während der Tour. Das war quasi mein Job und unter anderem stand ich vor 500 Leuten auf der Bühne. Crazy, was alles passiert ist. Wir haben jetzt hier einen Tourblock, der von dem Alles Gold-Kanal hochgeladen worden ist. 7,5 Minuten knapp. Den werden wir zusammen ansehen. Ich kenne den schon, weil wir den auch vorher halt abnehmen mussten quasi, ob das cool für uns ist mit den Szenen, die da zu sehen sind etc. Ich werde aber hier in diesem Video extrem viele Videos einblenden, die wir privat irgendwie auf der Tour gefilmt haben, was Lustiges passiert ist, Stories erzählen. Ich werde euch genaue Infos geben, was wie abgelaufen ist und natürlich alle weiteren Fragen beantworten. Sollten trotzdem noch vor oder jetzt nach dem Video Fragen offen sein, kommentiert ihr bitte auf jeden Fall, denn ich werde nächste Woche ein großes Q&A auf YouTube machen. Das habe ich, glaube ich, allgemein erst ein einziges Mal gemacht. Also, es ist etwas Besonderes. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, natürlich hauptsächlich zur Alles Live Tour, aber gerne auch allgemein zu mir, meinem Kanal, was gerade so abgeht etc. Denn alle Fragen gerne in die Kommentare, einfach mit Hashtag Q&A, also Q&A. Und da seid ihr vielleicht mit dabei. Ich werde extrem viele Fragen einblenden und ich glaube, das wird auch ein sehr langes Video. Also, packt euch alle Fragen rein, die euch interessieren. Ansonsten, jetzt freue ich mich sehr, wie gesagt, reinzuschauen. Bei der Alles Live Tour 2023, dem Aftermovie. Let's go. Das war geil. Super. Krass. Boah, das ist jetzt schon krass zu sehen. Das war quasi der erste Tag. Das war der Tag vor der ersten Show in Frankfurt. Da sind wir einen Tag früher angekommen und hatten quasi so ein bisschen Soundcheck, Probelauf. Ihr müsst dazu wissen, wir haben uns vor diesem Tag alle nur ein einziges Mal gesehen. Das war am Content Day in Berlin, wo wir quasi auch mein Erkennst du den Song-Video gedreht haben, wo wir so ein paar Bilder gemacht haben, wo wir uns alle mal so ein bisschen kennenlernen konnten für ein paar Stunden und quatschen konnten. Aber das war das allererste Mal, wo wir uns gesehen haben und jetzt hier, ich weiß nicht, wie lange später das war, ich glaube 3 Monate später ungefähr, 2, 3 Monate später, haben uns hier das zweite Mal überhaupt alle in echt gesehen, was auch verrückt eigentlich ist. Voll schön zu sehen, wie wir am Anfang hier in Frankfurt vor der ersten Show noch alle so ein bisschen aufgeregt waren, uns halt noch nicht kannten, weil wir sind wirklich als beste Freunde irgendwie gefühlt alle rausgegangen. Und es ist krass zu sehen, dass wir hier alle noch so ein bisschen, weiß nicht, halt so ein bisschen schüchterner vielleicht auch noch waren. Ich träume von dir. Genau, da sind wir quasi gerade angekommen. Alle sind unterschiedlich irgendwie angekommen. Ein paar Leute sind so nach Frankfurt gefahren. Einige, ich glaube 4 Stück, sind irgendwie aus Berlin mit dem Tourbus schon angekommen. Ich habe lustigerweise 2 Tage vorher erst das genaue Datum gehabt, dass ich einen Tag vor der ersten Show auch schon in Frankfurt sein muss. Und habe dann mit dem ICE bin ich quasi angereist und die anderen sind dann, glaube ich, hauptsächlich mit dem Tourbus angekommen. Aber voll cool zu sehen jetzt gerade. Ja, Freunde, willkommen hier zum allerersten Tourblock quasi. Wir sind in Frankfurt, machen uns gerade ready. Wir sind heute am Start mit Jekka LaPlace, Lucifer, XO und Sober. Stark, oder? Danke, stark. Es war halt wirklich so, ey, Kamera geht an, der Dude, der das hier gefilmt und geschnitten hat, Jakob ist übrigens gerade mit Nina Schuber auf Tour zusammen. Sehr, sehr talentierter, sehr, sehr korrekter Mann. Und genau, der kam dann halt ab und zu einfach so, wir waren alle turbo aufgeregt und er kommt so, Flo, sag mal, was wir machen, was wir gerade machen, was geht gerade ab, was geht gerade ab. Und ich war gar nicht ready, ich war so aufgeregt, weil ihr müsst auch wissen, ein Tag nach dieser Probesession hier war quasi das allererste Mal für mich auch, dass ich auf einer Bühne stehe. Also ich war ein einziges Mal bei Rap am Mittwoch, stand ich auf der Bühne, aber halt hinten einfach im Hintergrund. Es war Top Tier Takeover. Da stand ich im Hintergrund einfach, weil halt Punch und Twizzy auf der Bühne waren. Und das heißt, ich wusste, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen, aber ich habe halt noch nie irgendwas auf einer Bühne gemacht. Das heißt, ich war da schon so aufgeregt und wusste gar nicht, Bro, was soll ich machen? Es war eine Aufregung, lag auf jeden Fall in der Luft. Danke. Sehr cool. Ich denke, es ist nice. Meine größte Befürchtung ist, dass ich, wenn ich hier reinlaufe, da ist eine große Stufe vom Backstage quasi auf die Bühne.
gerade hinfahren. Oh, so ja. Ey, diese Treppe war am Endeffekt gar kein Problem. Der Backstage war der kleinste Backstage, den es gab gefühlt. Wobei der in München war wirklich noch kleiner. Der in München, da haben wir glaube ich auch nicht gefilmt, weil da keiner von uns drin war, weil der so klein war. Der in München war wirklich eine Abstellkammer. Also wirklich eine Abstellkammer, wo eine Bierzeltgarnitur quasi reingepasst hat. Also so ein Tisch, so eine Bank. Und da saß man schon an den Wänden. Also da haben wir auch uns nicht dran aufgehalten. Wirklich so hoch. Wow, bitte. Frankfurt, seid ihr gut drauf. Luca und Sula von der Booking-Agentur, die haben uns so durchgecarried. Die haben immer gesagt, da und da müsst ihr dann sein. Bam, bam, haben immer alles. Unsere extra Wünsche, wenn wir irgendwie noch das und das gebraucht haben, spontan, haben sie sich darum gekümmert. Deswegen nur Liebe für die auf jeden Fall. Ey, dieser Technikmann übrigens, ne, dieser Technikmann hier, der ältere Herr. Ältere Herr ist vielleicht ein bisschen disrespectful, ich weiß nicht, wie alt er war. Der war so lustig einfach, ich weiß nicht. Laplace kannte den schon, weil Laplace hatte tatsächlich in derselben Location vor ein oder zwei Jahren bei Zero war ihr Support und hat da auch einen Auftritt gehabt. Und da war auch dieser Technikmann da. Und da hat er uns schon von erzählt, dass der irgendwie so lustig war, so eine lustige Eigenart hatte, aber halt auch super, super korrekt war und hat die ganze Zeit auch so Witze gemacht und keine Ahnung, halt so vom alten Schwung so ein bisschen geredet. Und das war irgendwie richtig lustig, ihn wiederzusehen und keine Ahnung, Laplace und ich haben sehr viel gelacht an dem Tag auf jeden Fall. Genau, dann waren wir noch essen beim Asiaten, Vietnamese irgendwie so. Und es war auf jeden Fall sehr lecker, es war sehr schön. Da haben wir uns auch so ein bisschen connected. So beim Essen war so der Zeitpunkt, wo wir alle so ein bisschen aufgetaut sind. Weil wie gesagt, wir hatten uns einmal davor gesehen und da haben wir halt alle gearbeitet, quasi gedreht, Interview, dies, das, hier ein Format, da Kamera, bam, bam. Und das war jetzt so das allererste Mal, Probe war gelaufen, wir konnten uns hinsetzen, kurz was essen, ein bisschen reden. Und das war irgendwie voll der schöne Moment, fand ich. Damit die Show auf Rund läuft. Schuhe, Taschen und Hosen. Es wurde nichts davon gekauft. Es wurde eine Tasche gekauft. Zoba hat sich eine Tasche gekauft, weil der hatte irgendwie keine richtige Tasche mit, glaube ich. Es wurden sich keine Schuhe gekauft und es wurde sich auch an dem Tag, glaube ich, keine Hose gekauft. Ich habe mir irgendwann anders noch Hosen gekauft, in Köln oder so, ich weiß es gar nicht. Wobei in Köln hatten wir keine Zeit. Die Tage sind so verschwommen, ich muss mir dann in Frankfurt tatsächlich die Hosen gekauft haben, ja. Ich muss mir tatsächlich Hosen gekauft haben in Frankfurt. Da sind wir auf jeden Fall langsam zusammengewachsen als Gang. Stark. Das ist noch die alte Sitzordnung quasi. Also ihr seht hier gerade unseren Tourbus. Der war so comfy. Also ehrlich, der war so, so comfy. Ich glaube, Juri saß nachher... Boah, ich muss gucken, wo ich saß. Juri saß hier vor. Hier saß Juri, wo Lucifer XO jetzt gerade sitzt. Ich saß immer da, wo Laplace jetzt gerade sitzt. Lucifer XO saß dann immer da, wo ich gesessen habe jetzt. Und Soba saß da, genau. Und Laplace saß hier, wo jetzt Juri gerade sitzt. Die Reihenfolge habt ihr jetzt wahrscheinlich komplett nicht mehr im Kopf, aber ich wollte sie einmal erwähnen. Was ist los? Okay, jetzt war der Tag der Show quasi. Wir waren am Tag davor ja noch einkaufen und jetzt sind wir quasi reingegangen, nochmal Soundcheck gemacht, aufgewärmt. Und das ist jetzt der Moment vor der allerersten Show. Und ich wusste immer noch nicht genau, was ich sagen soll, weil es war alles so Freestyle. Ich wollte mir auch gar nicht so viele Gedanken machen, wie ich die Show eröffne, wie ich wen ankündige. Ich hatte so ein, zwei Sätze im Kopf, aber ich dachte einfach, komm, ich will einfach auch die Energie spüren und so Freestyle machen und jetzt nicht mir, keine Ahnung, ein halbes Referat aufschreiben oder so. Nachtleben, genau, Nachtleben ja, hieß der Club. Ich bin voll müde. Ich brauche irgendwas, Energy Drinks. Hast du was da? Heißt, offiziell geht's in genau 3 Stunden 53. Ey, Josh, auch beste Mann. Fette Shoutouts gehen raus. Auch wenn es, glaube ich, gar nicht seine Aufgabe war, an den Tagen, wo er da war, hat er sich auch so krass um uns gekümmert, ist einkaufen gegangen, noch hat so viel gemanagt irgendwie im Hintergrund und auch einfach für gute Laune, gutes Feedback gesorgt. Also Josh, guter Mann. Ich bin so los. Gar keinen Bock. Wie du gerade hörst, machen wir jetzt noch eine kleine Übung. Und zwar, wie wir da rauslaufen. Ja, einfach mal, ja, gerne. Können wir einmal kurz vorlaufen, vormachen, wie wir rauslaufen? Okay, also ich chill hier. Ey, wir haben so lange überlegt, wie ich diese Leute ankündige, dass es nicht cringe wird. Bis zu, keine Ahnung, 5 Minuten vor der Show hatten wir noch einen ganz anderen Plan im Kopf. Weil wir dachten, wenn ich so sage, ey, jetzt kommt Laplace, dann wäre es doch voll cool, wenn wir auf der Bühne noch so ein
Check irgendwie machen und uns abklatschen und sagen, ja, geil oder so. Was aber gar keinen Sinn ergeben hat, weil wir hatten ja beide ein Mikrofon in der Hand. Ich hatte mein Mikrofon in der Hand, was ich auf der Stage lassen musste. Und da Blas kam er schon mit einem Mikrofon in der Hand raus. Das heißt, wir hatten beide was in der Hand und konnten gar keinen Klatsch abmachen oder so, woran wir gar nicht gedacht haben. Das ist uns erst ganz, ganz kurz vor der Show eingefallen. Und es hätte halt übel cringe sein können, wenn ich ihn ankündige und wir haben beide so Mikrofone in der Hand und können uns nicht abklatschen und... Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass ich die Leute ankündige, ich gehe in Backstage und dann kommen die Leute halt erst auf die Bühne, was auch ein geilerer Übergang im Endeffekt gewesen ist. Einmal Lärm für Laplace. Genau, wir wollten quasi diese Variante eigentlich machen, die aber nicht umsetzbar war. Frankfurt, seid ihr gut drauf? Die Leute dann noch mit und dann haben wir es. Die Leute haben mitgemacht. Also ich hätte, glaube ich, keinen besseren... Battle-Opener für die Tour als Frankfurt geben können. Die Energie, die Lage, die Leute, es war wirklich perfekt. Da kamen die ersten Leute rein. Das kriegen wir halt logischerweise alles gar nicht mit. Ihr müsst euch vorstellen, hier hinten rechts ist der Backstage, den sehen wir gleich noch. Und wir saßen da halt alle turbo aufgeregt. Die Hälfte von uns stand, die andere Hälfte von uns war alle 10 Sekunden auf Klo. Weil es war irgendwie für alle halt, alle standen schon mal auf der Bühne gefühlt, so ein bisschen hier und da, bis auf mich natürlich. Und hatten schon mal Support-Act gemacht und hier und da. Aber das war das allererste Mal, dass die Leute halt für unsere Gruppe da waren. Natürlich hauptsächlich für die anderen vier. Ich war halt einfach Host so quasi. Aber dass die Leute halt hauptsächlich für uns irgendwie als Bubble da waren. Und es ist halt nochmal was ganz anderes, wenn die Leute wirklich deinetwegen irgendwie gekommen sind und als wenn du halt Support-Act irgendwo bist. Und wir waren alle turbo aufgeregt. Erster Stopp, alle irgendwie, keine Ahnung, super wenig geschlafen, weil man so aufgeregt war. Und auch die Vorfreude war natürlich einfach groß. Ne? Einfach das erste Mal auf der Bühne. War krass auf jeden Fall. Die Stimmung davor war krass. Wir haben halt nur ab und zu gehört, von Juri auch, wie viele Leute da sind, ob man schon was hören kann. War schon cool. Moment, jetzt ungefähr eine Stunde vor der Show. Da denke ich mir dann ganz gerne, was zur Hölle habe ich mir bei der Scheiße gedacht. Aber danach fühlt sich dann immer gut an, deswegen. Eine stabile 150 von 10 gerade. Stabile 6 von 10. Solide 2. Ja, ey, Sober war die Ruhe in Person. Sober war wirklich die Ruhe in Person. Er saß da ganz gechillt, hat Däumchen gedreht ein bisschen, wir alle immer auf Klo. Kacke, Mann, kriegen wir das hin, wir schaffen das, ja. Sober sitzt da einfach so, ganz entspannt, macht sein Ding. Ihn hat das irgendwie gar nicht interessiert. Aufregung kennt der Mann, glaube ich, nicht. Zeit ist vorbei. Es wurde natürlich auch noch nachgeholfen, um die Aufregung vielleicht ein bisschen wieder runter zu bekommen, ja. Aber ihr seht es hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es rüberkommt. Der Backstage war wirklich klein. Das Problem war, dass wir halt so viel Stuff da irgendwie hatten und die Stühle waren wirklich so aneinander. Das heißt, wenn einer aufstehen wollte fürs Klo, mussten alle aufstehen irgendwie. Und ich glaube, viele von euch können sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, wie so ein Backstage aufgebaut ist. Ihr seht, hier sind einfach so, es gibt immer so eine Garderobe, wo man Jacken hinhängen kann irgendwie. Es gibt Obst, Gemüse, es gibt, keine Ahnung, so ein paar Snacks, je nachdem, was für eine Location man hat, kriegt man ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Cola, Wasser, Bier ist immer gestellt eigentlich. Und dann gibt es halt noch eine Klo. Manchmal ist das Klo ein bisschen cooler, manchmal ein bisschen schlechter. In der Berlin-Location zum Beispiel hatten wir einen sehr großen Backstage, weil da auch sehr viele Leute reingepasst haben. Und hier eher kleinere Location, eher kleinerer Backstage. Genau, Ventilator, da wurde der Drucker angeschlossen, wo Luca mit seinem Laptop dann die Gästeliste fertig gemacht hat oder andere wichtige Sachen, die noch ausgedruckt werden musste. Die Setliste quasi, die auch immer auf der Bühne klebt für jeden Artist, wo dann draufsteht, welcher Song als nächstes dran ist, damit man so einen Leitfaden hat, wo man sich dran halten kann. Das ist dann immer der Zettel, den ihr auch auf der Bühne kleben seht quasi. Das ist einfach die Setlist, wo halt für jeden Artist draufsteht, welcher Song wann kommt als Leitfaden. Und solche Sachen werden dann noch ausgedruckt. Lebt zu schnell, wenig Geld, hab keinen Plan. Boah, das war schon krass. Das war schon krass, die Leute hier alle zu sehen, wie die abgegangen sind. Das war schon cool. Das war halt das erste Mal für mich auf der Bühne. Auf jeden Fall ein magischer Moment. Sag ich ehrlich, ein magischer Moment. Hier seht ihr die Tür zum Backstage, da ist der Ventilator, den wir eben schon gesehen haben. Das war für mich halt richtig krass, ne? Ich wusste halt auch noch gar nicht, Mikrofon halten und so. Und auch von meiner Performance her, ich war halt noch gar nicht so, wenn man das mit den späteren Städten vergleicht, noch gar nicht so locker. Ich habe noch nicht so viele Witze gemacht. Ich habe halt echt versucht, das hier gut durchzubekommen. Ich habe es auch gut gemacht, finde ich, so ist nicht. Aber wenn man das mit den späteren Städten vergleicht, war die Energie auf jeden Fall in Köln, Stuttgart, Berlin, München schon viel, viel krasser, fand ich. Alle deine Leute haben einen Ohrwurm von meinem nächsten.
Was halt hier cool war, man war relativ nah an den Leuten. Das sieht man hier bei Lucifer XO vielleicht so ein bisschen. Dass die Bühne nicht so super hoch war. Ich finde das immer schön, wenn man so ein bisschen näher dran ist an denen. Da sieht das so ein bisschen mehr aus, als ob der Club so ein bisschen bebt, finde ich. Und man kann halt die Gesichter besser sehen, die Leute besser sehen. Von meinen nächsten Tracks und sie fragt mich, ob ich Zeit habe. Und ich kann mich nicht entscheiden, was. Ey, bei Laplace ist es wirklich immer so, erst gefühlt vor den Auftritten mit am aufgeregtesten, würde ich sagen. Also der ist echt so, macht sich am meisten Gedanken und ist so voll so Tunnelblick, ah kacke, einfach so richtig aufgeregt, aber sobald er auf der Bühne ist, geht so ein Schalter um bei diesem Mann, das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, er hat wirklich mit am meisten abgerissen. Wenn man ihn so auf die Bühne hat gehen sehen, ist die Aufregung in einer Sekunde weg und er redet so mit dem Publikum, als wenn er das seit 20 Jahren auf der Bühne macht. Ist so voll locker und reißt komplett ab bei seinen Songs auch. Und das hätte man gar nicht gedacht, so, weil er davor echt aufgeregt ist. Aber sobald er auf der Bühne ist, switch up und keine Ahnung, ist für ihn, als ob er das seit 1 Million Jahren macht. So. Das Beste für mich ist, glaub mir, Bruder, ich weiß, die alte Zeit ist vorbei. So einfach sein, doch wo immer ich bleib, bin ich trotzdem nicht allein. Das war vielleicht der eine Moment, der so ein bisschen unangenehm kurz war, wo wir alle nicht genau wussten, was sollen wir jetzt machen. Ich habe am Ende nochmal alle auf die Bühne gerufen, damit wir ein Bild machen können. Das könnt ihr auf Instagram auch sehen mit den ganzen Leuten, die heben die Hände, wir machen ein Bild, ist cool. Wollten wir am liebsten auch in Niederstadt machen, haben wir je nachdem, ob wir einen Fotografen, eine Fotografin vor Ort hatten, die das Bild machen konnte, dann auch gemacht. Aber wir wussten noch nicht genau, wie lange das dauert, dass wir in Position kommen. Und dann habe ich gesagt, wir machen jetzt noch alle ein Bild. Dann habe ich mein Mikrofon weggelegt und dann mussten wir erstmal in Position. Wir wussten nicht genau, wie. Und dann war das so eine Minute Stille einfach, wo auch keine Musik lief oder so. Und dann keiner hat irgendwas gesagt. Das war so ein bisschen die eine unangenehme Situation vielleicht. Aber das sind halt Sachen, die bei der ersten Show völlig normal sind. Wir haben über die nächsten Städte verteilt dann genau geguckt, wie wir das machen mit dem Bild auf der Bühne. Dass vielleicht auch Musik läuft nebenbei, dass es nicht so komisch wird und dass es alles ein bisschen besser getaktet ist. Aber das war so der eine Moment vielleicht, der so ein bisschen unangenehm kurz war. Also, Frankfurt ist einfach die beste Stadt Deutschlands. Stand jetzt, aber Frankfurt war crazy. Geisteskrank. Ey, Juri, wirklich unser Tour-DJ, wie gesagt. Der Mann, der auch viel, viel mehr gemacht hat für uns, für uns als Team, für die Show, als er hätte müssen quasi, aber auch immer 130% gegeben hat. Mad Respect, wirklich. Der hat uns alle immer so ein sicheres Gefühl gegeben. Er war so ein bisschen der Tour-Papa und hat uns alle so ein bisschen immer gut fühlen lassen, dass alles glatt läuft und dass wir alles hinbekommen. Was soll ich sagen, eben hier halt gesagt, Frankfurt, beste Stadt bis jetzt, war logischerweise auch die erste Stadt, aber die Energie war wirklich krass, damit haben wir alle nicht gerechnet, dass die so krass mitsingen, auch bei jedem irgendwie ein, zwei Songs gekannt haben und wirklich so viel Stimmung gemacht haben, das hat uns echt sehr, sehr krass gefreut auch einfach. Das war geil. Das ist halt so cool, weil diese Stimmen haben wir halt logischerweise nicht gehört. Als diese Sachen aufgenommen wurden, waren wir halt im Backstage, haben uns alle noch so abgeklatscht und waren so, ey, krass, erste Show. Und es ist voll schön, in diesem Video jetzt so dieses Feedback von den Leuten direkt zu bekommen, ungefiltert nach der Show, weil uns das ja auch voll bestätigt, so dass wir eine coole Show gemacht haben. Deswegen, voll, diese Aufnahmen sind voll, voll cool, voll wertvoll für uns. Ja, war super. Die Einstellung hat. Genau, ey, das am Ende war so ein bisschen struggelig, weil wir sind rausgegangen und meinten, ja, wir machen noch Bilder mit allen und ihr müsst wissen, quasi die Location unten war quasi Teil von einem Café, also oben war so ein Café, restaurantmäßiges, Bar vielleicht, man konnte runtergehen und dann war da halt so dieser Club und wir sind halt hochgegangen. Und dann standen alle Leute noch draußen in diesem Café und vor diesem Café und dann haben wir halt da mit den Bildern gemacht, haben wir mit den Leuten gequatscht irgendwie, Autogramme gegeben etc. pp. Und da waren halt noch normale Gäste, die draußen saßen und einfach so ein Feierabendbier getrunken haben und dann kommen auf einmal so, keine Ahnung, 150 Jugendliche, kreischen irgendwie rum und das war halt so ein bisschen schlecht organisiert von uns, aber konnten wir auch nicht vorhersehen. Wir haben es in den nächsten Städten auf jeden Fall viel, viel besser gelöst gehabt, dass wir vorher geguckt haben, wo kann man Bilder machen, mit den Security-Leuten vor Ort auch geschnackt haben. Aber das war so ein bisschen chaotisch vielleicht noch, war aber trotzdem irgendwie auch voll schön, in dieser Menge von Leuten zu stehen, mit denen zu reden, Bilder zu machen und einfach, keine Ahnung, so viele Leute, die für uns gekommen sind, um mit denen zu quatschen, das war irgendwie auch voll so ein schöner Moment, der dann nachher leider nicht mehr so möglich war, weil wir halt echt dann auch größere Locations hatten und mehr Bilder gemacht haben und es ging einfach nicht, dass wir uns für jeden so viel Zeit nehmen wie an diesem Abend. Aber dieser Abend war sehr wertvoll, fand ich, für uns, dass wir mit den Leuten einmal so gerade nach der ersten Show so ein bisschen quatschen konnten einfach. Die Einstellung hat so auch.
Ey, das ist so verrückt, weil jetzt sind wir schon in Berlin quasi, beim vorletzten Tourstop, vom ersten zum vorletzten. Und zwischen Frankfurt und Berlin jetzt lagen einfach noch Köln, Stuttgart und München. Und gerade Stuttgart war geisteskrank. Stuttgart war wirklich der komplette Abriss, war, haben wir alle ausnahmslos gesagt, die krasseste Show mit den heftigsten Zugaben, den krassesten Feedback und der besten Stimmung einfach. Und damit ihr checkt, wie krass Stuttgart war, werde ich euch hier nochmal so ein, zwei Videos einblenden, einfach damit ihr den Vibe checken könnt, wie die Leute vor Ort waren und was wir für eine geile Zeit einfach hatten. Jetzt back von Stuttgart, wie gesagt, München ist auch noch passiert und jetzt haben wir Berlin. Wir müssen dazu sagen, wir sind an dem Tag von München aus nach Berlin 6 Stunden gefahren, 5,5, 6 Stunden. Wir haben viele Pausen gemacht, wir sind super, super früh aufgestanden, haben alle so wenig geschlafen wie noch nie, glaube ich. Und wir spielen jetzt unsere größte Show. In Berlin war unsere größte Show mit knapp 500 Leuten. Und alle anderen Stops waren so 200 Leute knapp, vielleicht 300, wenn es hochgekommen ist. Das heißt, unsere größte Tour, unser größter Tourstop mit dem wenigsten Schlaf und vorletzte Show quasi. Wir waren super aufgeregt alle. Genau, wir sind jetzt hier quasi in dem großen Backstage, den ich eben schon erwähnt hatte. Und die Aufregung war so groß, weil wir wussten auch, der Tag ist für uns einfach extrem wichtig, dieser Stop in Berlin. Weil in Berlin sehr viele Leute aus der Industrie da waren. Sehr viele wichtige Musikleute irgendwie von Sony, viele Leute waren da. Und es war für uns halt auch wichtig, denen zu zeigen, hey, was wir geschafft haben. Weil einige von denen waren in Frankfurt dabei und wir wollten halt zeigen, hey, wir haben uns nochmal getoppt. Wir können eine richtig geile Show hinliefern. Und es war für uns einfach wichtig, denen zu zeigen, was wir drauf haben. Deswegen war die Anspannung vielleicht nochmal so ein bisschen größer. Plus halt, es sind so viele Leute wie noch nie da gewesen. 500 Leute ist halt doppelt so viel wie bei der letzten Show. Also das ist schon nochmal ein krasser Ansporn gewesen für uns. Aber die beiden Städte waren sehr geil. Gerade Stuttgart hat komplett abgerissen. Stuttgart! Stuttgart war krass, oder? Ja, Mann. München war auch krass, aber Stuttgart toppt alles auf jeden Fall. Safe. Jetzt. Schaut euch an meinen Bro Felix Lobrecht aus Stuttgart. Kommt der überhaupt aus Stuttgart? Der kommt auch aus Berlin-Kreuzberg, oder nicht? Der kommt aus Berlin. Wir sind ein bisschen aufgeregt. Ey, wir waren wirklich sehr krass aufgeregt. Bei dieser Show hatte genau Lucifer XO noch Ivo Martin mit als Support und die haben zusammen eine Version von was von Leicht, ich glaube von Leicht performt und Ivo hat einen Song solo performt, was auch super war, dass er mit am Start war. Auch super sympathischer junger Mann. Viele können sich vielleicht auch nicht vorstellen, wie ein Soundcheck aussieht. Das ist so ein typischer Soundcheck. Es wird vielleicht auch so ein bisschen Licht gerade gecheckt, je nachdem, ob man einen Lichtmann hat oder nicht. Hier hatten wir einen Lichttechniker, Lichttechnikerin vor Ort, die dann auch ein bisschen Licht gechanged hat. Ansonsten ist unser Tour-DJ Juri am Start gewesen, hat dann immer jeden Artist auf die Bühne geholt. Dann wird Mikrofon einmal gecheckt, dann wird im Raum einmal rumgegangen, hört man an jeder Position die Stimme, wie man sie hören soll. Hier hinten im Dunkeln, könnt ihr nicht sehen, waren die Tontechniker der Location. In jeder Location gibt es quasi einen Tontechniker, der sich mit unserem Tour-DJ bespricht, wie was klingen soll, wie was klingt. Und da wird einmal jeder Song angespielt, dass man gucken kann, ob der Beat stimmt, die Lautstärke, ob die Stimme gut zu hören ist, wie gesagt, in jedem Raum, ob es Probleme gibt, ob das nicht stimmt, ob das nicht stimmt, ob Hall auf die Stimme muss, ob irgendwas geändert werden muss, wie auch immer. Und das ist quasi so ein Soundcheck, da werden so, ja, mit 30% Energie alle Songs mal so ein bisschen performt und geguckt, ob es auch gut klingt in der Location. Ey, diese Brille auch. Diese Brille haben Laplace und ich in Stuttgart gekauft. In Stuttgart hatten wir einen Off-Day. Das bedeutet, wir sind in Stuttgart angekommen und hatten da erstmal einen Pausetag. Und das war ganz angenehm auf jeden Fall, dass wir nicht direkt zum Auftritt mussten, sondern einen Pausetag hatten. Fand ich zumindest sehr angenehm. Und an dem Tag waren wir shoppen. Wir waren shoppen an dem Tag. Und da hat Laplace sich eine Brille aussuchen wollen, die er irgendwie kaufen wollte. Und ich habe ihm diese hier empfohlen und meinte, ey Bro, die passt zu dir. Ich glaube, die haben im H&M gekauft für 10 Euro oder so. Und alle meinten so, Bro, diese Brille ist es, diese Brille ist es. Und er hat in Berlin auch mit der Brille aufperformt. Und keine Ahnung, seitdem hat er die Brille, glaube ich, nie wieder abgesetzt. Seitdem hat er sie nie wieder abgesetzt. Willkommen zum Tourblock von Berlin. Let's go. Noch einmal, noch einmal.
Ich finde, man merkt jetzt hier auch schon, die Energie ist eine ganz andere, oder? Die Energie ist einfach eine ganz, ganz andere. Wir sind schon so zusammengewachsen, wir machen so viele Witze miteinander, keine Ahnung. Das war so schön, das zu sehen über die Zeit, wie wir in Frankfurt alle noch so steif aneinander standen und hier so Best Friends geworden sind. Da habe ich gerade so ein paar Intros aufgenommen für einen Vlog, für Lucifer XO. Und ihr seht, der Backstage ist halt riesig, ne, wenn man das vergleicht. Es gab dieses Sofa, es gab auf der anderen Seite noch eine Bar, es gab noch ganz viele andere Sitzmöglichkeiten irgendwie. Es war wirklich sehr, 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 sehr großer Backstage. Einmal noch ein Peak. Mit mehr Power noch? Ja, so der Erste. Ist nicht? Doch, aber... Stark. Dafür wurde ich gebucht. Genau für solche Momente wurde ich gebucht, Leute. Kam krass eigentlich. Muss man sagen. Boah, Leute, lass ich mal meine Lippen mal kurz machen, Alter. Du machst es, Leute. Ey, das sieht man jetzt hier nicht, aber das war echt ein bisschen. Das war ein bisschen verschickt. Das war so jetzt ungefähr eine Stunde vor der Show. Vielleicht Soundcheck war schon over. Also eigentlich eher, dass Einlass schon angefangen hat. Und so langsam kamen immer und immer mehr Leute bei uns im Backstage rein, was einerseits cool war, die ganzen Leute zu sehen, die die Tour organisiert haben. Viele Freunde und Bekannte, Familie teilweise waren auch da. Die zu sehen war super cool, aber je mehr Leute kamen, desto mehr Aufregung kam in uns auch hoch, weil wir gecheckt haben, okay, die sind alle hier, oh shit. Wir hatten nicht diese kleine Ruhephase vielleicht vor unserem Auftritt, die wir die letzten Auftritte alle hatten. Und wir waren halt alle echt super doll aufgeregt. Also das war wirklich der Tourspot, wo wir am aufgeregtesten waren, einfach weil so viele Leute da waren, wir so wenig geschlafen haben und es für uns halt wichtig war, eine coole Show zu machen. Und dann waren noch gerade kurz vor dem Auftritt so viele Leute bei uns im Backstage, dass wir nicht so runterkommen konnten und richtig proben konnten, irgendwie nochmal für uns irgendwie. Es hat am Ende alles geklappt, so ist es nicht. Aber es war auf jeden Fall, die Aufregung war viel, viel höher als sonst. Muss man sagen. Boah, Leute, lass ich mal meine Lippen mal kurz machen, Alter. Du machst es Leuten leicht, dich zu lieben. Das ist die Location, es kommt hier nicht rüber, wie gesagt, weil sie sehr weit nach hinten noch ging, aber es waren halt echt knapp 500 Leute da, das war krass. Simon Will ist auch gekommen, ich hatte ihn eingeladen, das war super schön, ihn zum Beispiel zu sehen, sonst ein paar andere Leute aus Berlin, die ich auch kannte, sind gekommen, was mich sehr gefreut hat, also danke an jeden meiner Berlin-Homies, die am Start waren, das hat mich sehr gefreut, euch alle zu sehen. Und es war super cool, weil man halt so viele Leute irgendwie kannte und mit denen quatschen konnte. Ey, aber ihr seht's, was soll ich sagen, Bro, was soll ich sagen, da seht ihr's. Sobald ich auf der Bühne war, Aufregung auch weg bei mir. Mein allerersten Auftritt in Berlin quasi, müsst ihr euch das vom Ablauf so vorstellen, ich kam einmal auf die Bühne, und hab gesagt, ey, was geht ab, seid ihr gut drauf, bam, 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 wir sind hier bei der Alles Live Tour, ich bin Flo da Flo, ich hoffe, ihr habt Bock, bevor es losgeht, habt ihr noch ein schönes DJ-Set von unserem Tour-DJ Juri Gold, Juri hat dann quasi so 10 Minuten so ein bisschen Mucke gespielt, so ein bisschen Turn-Up-Mucke, um die Leute warm zu bekommen, dass die sich ein bisschen bewegen, da waren halt so ein paar Turn-Up-Songs einfach drin, Rin, in Berlin hatten wir ein bisschen Sam Payne drin, wir hatten so ein bisschen, wir hatten Katy Perry drin, Pop Smoke, solche Sachen, um die Leute so ein bisschen warm zu bekommen. Und als ich dann so auf der Bühne war das erste Mal, war mein Mund super trocken. Ich hatte leider kein Wasser. Wir hatten allgemein, das war irgendwie der Spot, wo wir irgendwie kein Wasser im Backstage hatten, so wirklich. Oder so zwei, drei Flaschen. Und ich hatte kein Wasser. Mein Mund war so pappig. Ich habe richtig, richtig mich fusselig geredet. Das war so vielleicht auch so ein bisschen mein Punkt, wo ich denke, fuck, das ist der Punkt, den ich hätte gerne besser gemacht, so. Wo ich mich ärgere, dass ich da einfach nicht so... Keine Ahnung, dass ich kein Wasser hatte einfach. Es hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber ich habe echt so ein bisschen für mich fusselig geredet, ein, zwei Mal verstottert beim ersten Mal. Und das ist halt für die Aufregung gar nicht cool gewesen. Bei 500 Leuten, so viele wichtige Leute irgendwie, auch so viele Freunde auch. Und ich bin das erste Mal auf der Bühne da für die und red mich fusselig. Das war so ein bisschen doof, aber beim zweiten Take dann quasi, wo ich dann gesagt habe, ey, das war Juri Gold, mach nochmal Lärm für ihn. Da seht ihr, da hat es geklappt mit der Energie, da war alles gut. Und ja, da habe ich dann versucht, dass ich die Leute ein bisschen warm bekomme. Ich mix bei dir nicht mit Rap, weil ich fliege schon. Komm besser mit, denn heute Nacht wird sich nicht wiederholen. Es ist echt krass, also ich finde wirklich, man sieht es ja da nicht so krass wegen des Nebels und auch der Dunkelheit, aber es war so voll. Ist doch scheißegal, dass du nicht trinkst, dann sei lieber stoned. Mir ist so egal, was irgendjemand sagt, trag nie mehr ein BH. Ey, das ist auch so krass, ich hoffe, man sieht es gleich nochmal, aber es gab eine Gruppe von Leuten. Eine Gruppe von Leuten, die sich teilweise über die Tour erst zusammengeschlossen haben, die in jeder einzelnen Stadt da waren, immer erste Reihe und uns wirklich geisteskrank supportet haben. Zeig Mittelfinger und die Nippe, lass Diamonds in mein Glas fallen. Hier sieht man sie, das war die Gang rund um hier die erste Reihe quasi.
Die sind wirklich in ausnahmslos jede Stadt gekommen, haben vorm Tourbus irgendwie gewartet, haben uns empfangen immer und geisteskrank Stimmung gemacht. Also wir haben teilweise auch gesagt, ey, egal was schieflaufen sollte, egal ob das Publikum mitmacht oder nicht, wir wissen, die in der ersten Reihe werden Stimmung machen und die anderen dazu bringen, auch laut zu sein. Also nochmal Shoutouts an die Clique hier rum, die wirklich in der Stadt dabei waren. Danke für den Support. Auf den Lippen Stardust, vergesst nicht, wie es war, nur komme grad nicht zum Vermissen. Bin wieder mit der Play. Ey, hier noch eine lustige Geschichte zu dem Auftritt von Laplace, weil hier gab es tatsächlich in der ersten Reihe einen kleinen Unfall. Ich habe das später irgendwie erst mitbekommen, weil wir nach der Show noch unterschriebene Poster verteilt haben und halt auch mit Leuten gequatscht haben. Es war die größte Show, da wollten wir noch mal ein bisschen mit den Leuten reden. Ihr seht, Laplace ist so nah an den Leuten hier dran und ich glaube, einmal hat er aus Versehen natürlich jemanden so ein Knie gegen die Schulter gehauen und dann ist irgendwie jemand so ein bisschen zur Seite gekippt, hat seine Brille verloren oder irgendwas war da auf jeden Fall. Ich habe auf Instagram so ein Video bekommen von dem Handy, wo so ein Knie gegenkommt auf jeden Fall. Aber es ist nichts passiert, es ist alles gut gewesen, er hat sich auch nochmal entschuldigt danach. Aber das ist einfach krass, weil man das halt gar nicht einschätzen kann, wenn man auf der Bühne steht, wie nah man an Leuten teilweise dran ist. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, wie ich mich bewegt habe auf der Bühne, ob ich meine Hände so oder so hatte, weil man das alles ausblendet. Man blendet alles aus, man guckt nur ganz nach hinten gefühlt ins Schwarze, man hört halt übel viel, guckt auf das Feedback von den Leuten und hat halt in seinem Kopf seinen Plan und achtet gar nicht mehr auf so simple Sachen wie, ey, bin ich jetzt gerade vielleicht zu nah an den Leuten und hau den gleichen Knie aus Versehen ins Gesicht oder so, da denkt man halt gar nicht dran. Ey, das war auch so schön, wir hatten immer so eine Zeit, wo wir die Auftritte von den anderen zusammen einfach angeguckt haben und einfach enjoyed haben. Also wir haben die Songs der anderen, aber auch die anderen als Person halt so lieben gelernt auf der Tour, dass wir halt immer, wenn jemand anders einen Auftritt hatte, das einfach so gefühlt haben, uns daneben gestellt haben und einfach mitgesungen haben, abgedanced haben. Und hier bin ich aber mit Lucifer XOSO und wir sind irgendwie sowieso Best Buddies geworden auf der Tour, habe ich das Gefühl. Und hatten so eine gute Zeit einfach, haben immer mitgedanced, immer, keine Ahnung, am Ende bei Jackers Songs waren wir immer auf der Bühne zusammen alle und haben abgedanced beim letzten Song, was auch super schön war, fand ich. Und hier war es einfach schön, dass wir, keine Ahnung, eine gute Zeit hatten bei dem Auftritt. Da hat man es eben gerade kurz gesehen. Wir hatten sogar einen ganz kleinen Moshpit hier. Habt ihr es gesehen? Wir hatten einen ganz kleinen Moshpit. Es ist ein ganz, ganz kleiner Moshpit entstanden. Und das muss was heißen. Das war so schön. Da, wie gesagt, am Ende, das war bei den letzten beiden Songs von Jacker, waren wir alle hinten immer. Das haben wir ab dem zweiten Tourstopp, glaube ich, ab Stuttgart. Ab Köln oder ab Stuttgart haben wir das auf jeden Fall in jedem Tourstopp gemacht, dass wir alle auf die Bühne gegangen sind bei den letzten zwei Songs und einfach abgegangen sind, Stimmung gemacht haben. Es bietet sich bei den Songs von Jacker am meisten an und es war einfach schön. Es war so schön, dann irgendwie nochmal alle auf der Bühne zu haben. Und man sieht's ja auch, man sieht's auch. Wow. Wow, also das war wirklich krass. Es war wirklich ein wunderschöner Aftermovie, finde ich. Und was soll ich sonst noch sagen? Ey, falls ihr noch offene Fragen zu Tour habt, ich habe jetzt voll durcheinander geredet, habe ich das Gefühl. Ich habe eine Story hier erwähnt, eine Story da erwähnt, weil die Tage auch so verschwommen sind. Es gibt keinen roten Faden in meinem Kopf. Ich habe versucht, so viele interessante Sachen vielleicht anzumerken, die ich anmerken konnte. Ich habe versucht, so viele Sachen zu sagen, die mir eingefallen sind, wie ich konnte. Falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, ein Q&A kommt nächste Woche. #Q&A, eure Fragen zur Tour, zu den anderen Artists, zu anderen Projekten, zu mir, wie auch immer, alles rein damit. Und ich werde euch so viele Fragen wie möglich beantworten. Ihr könnt einfach drauf losfragen, egal was. Ihr könnt 20 Fragen stellen und ich suche mir die besten raus. Schreibt alles gerne rein. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr bei diesem langen Video mit am Start wart. Ich hoffe, es war zumindest ein bisschen interessant für euch, nochmal so einen kleinen Einblick zu bekommen, was alles so auf der Tour passiert ist. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Ich hoffe, Sony gibt mir irgendwann nochmal die Möglichkeit vielleicht. Ich würde mich nicht beschweren. Bleibt so fresh und gut aussehend. Vergesst heute nicht zu lächeln. Wir sehen uns und ciao.